Und jetzt habe ich einen richtigen Schweizer Meister bei mir, und zwar im Messerwerfen. Es ist der Gary Wohlgemuth. Und Gary, erzähl gerade selber, wo sind wir da? Es geht ja nicht nur um Messerwerfen. Wir haben die Hufeisen-Meisterschaft, die Schweizer Meisterschaft, die ansteht. Aber erzähl mir etwas über den Platz, deine Leute, die Vereine sind hier am Werk. Du, Dani, wir sind hier zu Hölsten. Neben der Turnhalle, das ist unser Stammlokal hier. Wir haben hier können, im Jahr, vor Jahren haben wir hier können die erste permanente Bahn aufbauen in der Hufeisen werfen. Zugleich haben wir natürlich mittlerweile haben wir es eben weitergemacht. Wir werfen auch noch Messen werfen mittlerweile, aber einfach zum Hufeisen werfen. 2005 ist der Dachverband gegründet worden in der Schweiz. Wir haben dann eine Schiedsrichterausbildung gemacht und seit 2007 führen wir die Schweizer Meisterschaften durch. Also das heisst, wir mussten zuerst genug Schiedsrichter müssen haben und seitdem führen wir alle die Schweizer Meisterschaften durchführen. Zuerst führen wir es ein drittes Mal durchführen und wir freuen uns immer wieder, zwischen 45 und 50 Teilnehmer können es willkommen zu heissen an dieser Schweizer Meisterschaft. Jetzt erzählen wir mal ein bisschen etwas über den Ablauf, über die Bahn. Ich meine, du musst ja nicht ganz ins Detail, ich weiss, es ist ein wahnsinnig kompliziertes Reglement. Aber das sind ja verschiedene Disziplinen jetzt. Gut, dann wir die einfachste erklären. Wir haben 9 Meter Distanz. 9 Meter Distanz hat 6x6 Eisen, wo du richtig eine Stange wirfst. Die Stange ist 38 cm hoch. Jetzt, das Idealste wäre, wenn du das Eisen um die Stange herum breichst. Dann hast du 3 Punkte. Wenn das Hufeisen an der Stange liegt, hast du 2 Punkte. Und wenn das Hufeisen, das ist 18,27 cm breit, nicht weiter weg ist als die 18,27 cm von dieser Stange, das ist ein Punkt. Und der Rest sind Nuller. Also ein ganz spannender Ablauf. Wie lange geht denn das Turnier so? Kämpft man sich dann auch durch einen Plan durch und kommt dann in ein Finale? Oder ist man einfach am Schluss aufgrund von der Punktzahl den Sieger? Nein, wir haben ja zwei Disziplinen. Im German kommt es auf Punktzahl drauf an. Also dort spielt jeder alleine. 36 Eisen, 36 Würfe, der am meisten Punkte hat, gewinnt. Jetzt in der Amerikan-Disziplin, da spielt man gegeneinander. Das heisst, das ist ein K.O.-System. Und dort tust du die Führer kämpfen, bis in Finale führen. Okay, jetzt haben wir da hinten auch die Messerwerfer, etwas dort dazu, ich nehme an, das ist ja alles genormt, auch hier gibt es Regeln. Beim Messerwerfen gibt es noch schlimmere Regeln, würde ich sagen, und noch genauere Regeln, weil da haben wir ja den Europäischen Verband, der zuständig ist, das heisst, wir haben gerade die Europameisterschaften und Weltmeisterschaften in Maniago, also in Italien. Wir waren 14 Länder, 155 Teilnehmer. Also man sieht, dass hier geht etwas ab. Und hier haben wir jetzt hinten, du siehst genau, wir haben die Pfeifenscheiben, wie man das eigentlich vom Schiessen her kennt. Das innerste ist 5, dann geht es raus, 4, 3, 2, 1. Dann gibt es natürlich die verschiedenen Disziplinen. Es gibt Speedwerfen, da hast du 30 Sekunden Zeit, da hast du einfach den Durchmesser bei der Scheibe 50 cm. In 30 Sekunden musst du einfach so viel messen wie möglich in den Kreis hineinwerfen, dann wird gezählt, wie viel das stecken. Da kann ich sagen, der Europarekord liegt von einem russischen Werfer bei 26 Messer in 30 Sekunden. Da sieht man, das sind wirklich Top-Leute, die hier am Kriegen sind. Da geht ja die Post ab. Jetzt habe ich noch gesehen, aber es geht sogar noch mal einen Schritt weiter. Die haben Äxte da hinten versteckt. Ja, und jetzt werfen wir auch noch mit den Äxten in der Luft umeinander. Das wäre auch eine Disziplin, die wir machen. Ja, Sachswerfen natürlich. Sachswerfen geht eigentlich genau wie das Messenwerfen, auch wieder auf die verschiedenen Disziplinen. Oder eben, wie der vorher gesagt hat, die Longdistanz, wo wir einfach in den Sektoren 3, 6, 9 und bis rauf einfach immer 3 Versuche hat. Jetzt haben wir einen Europarekord bei 28,60 m. Und du siehst, das ist eine Weite. Da man hat eine Menge Mühe, das überhaupt noch da hinzubringen. Sag nicht noch etwas schnell zum Anlass selber. Ich nehme an, da müssen die Leute beherbergen. Gibt es denn noch Zelte? Haben hier noch Platz? Da rechnet ja mit einigen Zuschauern, oder? Das rechnen wir immer. Also das heisst, wir hoffen immer, dass natürlich ein Haufen kommen. Weil nur so kannst du eigentlich unseren Sport kennenlernen. Weil wir wissen es, wir sind eine Randsportart in der Schweiz. Sei es Messwerfen, sei es Hufeisenwerfen. Sind Randsportarten. Und so
sind so Anlässe in der Region sehr interessant für uns. Wir werden eine Festwirtschaft stellen, das ist ganz klar. Wir werden wieder unser Grillwagen hier unten haben. Wir haben uns dieses Jahr entschieden für ganz etwas Spezielles. Wir machen einmal Militärkäschnitte und Suppe mit Spatz. Wir haben gedacht, nicht immer alles vom Grillen, sondern das ist mal etwas ganz Spezielles. Also, dann sind ihr alle herzlich eingeladen, kommt hier an und kommt an diesem tollen Event teilhaben, die Leute unterstützen, anführen und eine super Sportart kennenlernen. Ich nehme an, du wirst natürlich auch am vordersten Front dann wieder alles geben. Ja, es ist so, ich gehöre natürlich seit etwa 4 oder 5 Jahren zu den Top 10 in der Schweiz. Das heisst, ich bin unter den besten 5 immer. Ich muss schauen, dass ich natürlich Schweizer Meister werde. Das ist klar. Also müssen wir ihn unterstützen, verteidigen den. Ja, das muss ich und das will ich.